5 Minutes for Growth, herzlich willkommen zurück. Es ist Dienstag im Sommer. Wir sind immer noch in der ersten Staffel, Episode 29. Und wir bleiben beim Vertrieb. 4 Gründe, derenthalben Geschäfte nicht zustande kommen. 4. Ich muss einen Credit aussprechen an meinen Coach Alan Weiss, mit dem ich ja schon lange zusammenarbeite. Und da ein Coach ja immer für etwas gut ist, ist das hier auch auf seinem Mist gewachsen sozusagen. Und wir haben das ein bisschen verändert, verfeinert noch. Aber das sind die 4 Gründe, derenthalben Geschäfte nicht zustande kommen. Es ist übrigens immer ganz gut, eine Quelle anzugeben, wenn man etwas zitiert. Nicht? Und deswegen tue ich das auch. Also, 4 Gründe. Wir wollen nicht abschweifen. Sie kennen die Gründe. Grund Nummer 1. Keine Zeit. Keine Zeit ist eine faule Ausrede. Also ein Geschäft kommt nicht zustande, weil der potenzielle Kunde keine Zeit hat, sich um die Details zu kümmern, sich mit dem Vertrieb auseinanderzusetzen, sich mit dem Angebot auseinanderzusetzen, sich die Broschüre anzuschauen. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit ist falsch. Und Sie wissen das. Ich habe keine Zeit heißt, ich habe andere Prioritäten. Ich sage auch all meinen Studenten, bitte sagen Sie nie wieder, Sie haben keine Zeit. Sie haben 24 Stunden Zeit am Tag, so wie ich auch. Ich habe keine Zeit heißt, ich habe die Dinge anders verplant. Ich habe andere Prioritäten. Nun ist es immer eine wackelige Kiste zu sagen im Privatleben, wenn Schatz dann fragt, wollen wir nicht mal ins Kino gehen? Und man sagt, Schatz, ich habe gerade andere Prioritäten. Kommt nicht so gut, aber man nimmt man dann lieber das sozial erwünschte, ich habe gerade keine Zeit. Aber richtig ist das nicht. Tatsache ist, die Zeit ist anders verplant. Und da wir ja unsere Zeit selber verplanen können, weil wir nichts machen müssen, sofern wir nicht dazu gezwungen werden, was sehr selten der Fall ist, seien wir ehrlich, ist keine Zeit eine faule Ausrede. Also wenn ein Kunde sagt, ich habe keine Zeit, dann ist ihm das Thema nicht wichtig. Er hat andere Prioritäten. Das nächste ist, genauso faul, kein Geld. Wir haben kein Geld. Natürlich haben Sie Geld. Wer reinigt den Parkplatz draußen? Wer zahlt die Miete? Wer zahlt die Lieferanten? Wer sorgt dafür, dass die Büros sauber sind? Wer zahlt die Stromrechnung? Natürlich ist Geld da. Richtig ist, ähnlich wie bei Zeit, ich habe kein Geld dafür. Ist aber auch noch nicht ganz richtig, sondern die aktive Formulierung würde heißen, wir möchten dafür kein Geld ausgeben. Das ist in Ordnung, aber führt uns auf den gleichen Weg wie bei keiner Zeit. Der Kunde hat andere Prioritäten. Es ist ihm nicht wichtig genug. Wir haben kein Budget. So ein Quatsch. Natürlich gibt es Budget. Die Frage ist, wofür ist es verplant? Ich kenne genug Unternehmen, da sind die IT-Wartungskosten höher als manche Berater, große Beraterprojekte. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Das Geld ist da, es wird nur anders verwendet. Also, kein Geld, faule Ausrede. Der dritte Punkt, der ist ein bisschen differenzierter zu sehen. Meistens auf der Mitte der Kurve hier, Sie kennen meine Wachstumskurve, meistens ist das hier in dem Bereich der Reaktivierungserfordernis, wo Unternehmen dann sagen, na, wir verspüren keinen Druck. Okay, fair enough, das kann man auch wenig, da kann man wenig gegen argumentieren. Wir verspüren nicht die Erfordernis. Wir halten es nicht für nötig. Wir haben keinen Druck, wir wollen das und wir mögen das nicht. Wir finden das unnötig. Da kann man wenig gegen sagen. Und ich bin auch kein großer Freund davon, wie Sie wissen, Druck aufzubauen, weil das erzeugt immer Gegendruck. Wenn man dann zeigt, warum das Unternehmen doch notwendigerweise handeln müsste, dann wird der Gegenüber immer versuchen zu beweisen, dass er zuvor im Recht war. Also ist das möglicherweise, also da kann man drüber reden. Ne? Da kann man drüber reden. Möglicherweise stimmt das. Möglicherweise hat ein Unternehmen gerade keinen Druck, das Thema anzugehen, was sie mit ihnen besprechen wollen. Oder vielleicht auch ein Endverbraucher. Vielleicht hat er gerade nicht die Erfordernis, den Rasenmäher zu kaufen oder was auch immer sie tun. Druck machen macht wenig Sinn. Ich bin nicht gut im Druck machen. Der wesentliche Punkt hier ist der vierte und der lautet kein Vertrauen. Die wesentlichen Punkte, derenthalben Geschäfte nicht zustande kommen, liegen in diesem vierten Punkt. Kein Vertrauen. Der Kunde vertraut dem Unternehmen nicht, der Einkäufer vertraut dem Verkäufer nicht, Unternehmer vertrauen einander nicht, Geschäfte kommen dann nicht zustande, wenn kein Vertrauen herrscht. Das ist ein ganz relevanter Punkt. Andersherum wird auch ein Schuh draus übrigens. Wenn dieses Vertrauen gestärkt wird, wenn investiert wird in eine Beziehung, wenn investiert wird in ein ehrliches Interesse miteinander, völlig unabhängig davon,
ob sie Lebensmittel an den Handel verkaufen, ob sie Ingenieurleistungen an die öffentliche Hand oder an private Verbraucher, private Unternehmen verkaufen, ob sie Gartengeräte an Endverbraucher verkaufen. Es spielt überhaupt keine Rolle. Wenn investiert wird in die Beziehung, wenn wirklich versucht wird herauszufinden, Achtung, letzte Woche, was ein Kunde wirklich braucht, das stärkt das Vertrauen, das stärkt Geschäfte, das stärkt Profitabilität. Setzen Sie alles dran, dass Ihre Mitarbeiter in Vertrauen in Ihre Kunden investieren, sodass Ihre Kunden Ihnen auch guten Gewissens vertrauen können. Alle anderen Argumente sind scheinheilig. Ein guter Rat zum Sommer: Achten Sie auf Vertrauen. Bis nächste Woche.